immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Sie wollen im Radio und Fernsehen arbeiten? Wir bieten Ihnen einen Platz als Volontär oder Volontärin. 2 Jahre lang lernen Sie unsere Redaktionsabläufe kennen, arbeiten bei der Erstellung einer täglichen Nachrichtensendung mit oder werden, je nach Ihren beruflichen Zukunftsplänen, in der Redaktion oder Moderation eingebunden. Interessenten sollten über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium im Bereich Medienkommunikation verfügen bzw. eine solche Ausbildung anstreben. Mehr Infos gibt es auf unserer Homepage lausitzwelle.de unter der Rubrik Ausbildung und Jobs. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe der Drehscheibe Lausitz vom 25. August. Wir starten mit einer Meldung aus Plessa. Hier setzt sich eine Initiative bereits seit längerer Zeit für den Erhalt mehrerer Waldflächen ein. Alles dazu und weiteres erfahren Sie jetzt. Die Bürgerinitiative Keine Nordumfahrung Kahla Plessa B169 will der Planungsgesellschaft in der gegenwärtigen Phase der Entwurfsplanung Kritikpunkte an der Nordumfahrung von Plessa aufzeigen. Eine Vernichtung von über 10 Hektar Mischwald für den Bau der Nordumfahrung geht in der heutigen Zeit nach Auffassung der Bürgerinitiative gar nicht. Die Themen Waldvernichtung und Klimaschutz sollen Schwerpunkte des nächsten Aktionstages sein. Dieser findet für alle Interessierten am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr in Plessa an der B169, alte Tankstelle Feldstraße, statt. Vor dem Leon-Foucault-Gymnasium in Hoyerswerda stehen jetzt neue Bänke aus recycelten Windrädern. Noch vor wenigen Monaten pfiffen die Rotorblätter 25 Jahre lang mit 350 Kilometern pro Stunde durch die oberen Luftschichten von Mecklenburg-Vorpommern. Nun bieten sie Sitzmöglichkeiten für Schüler oder Spaziergänger, die eine Pause machen wollen. Doch die Bänke sind nicht nur zum Sitzen da. Über eine eingebaute Solarfunktion kann man außerdem noch sein Handy oder andere Geräte laden. Das Geld für die Anschaffung der sogenannten Smartbenches mit Solarfunktion stammt aus Mitteln der Stiftung des Lausitzer Seenlandklinikums. Kommen wir nun zu den Kurznachrichten des Tages. Wir schauen zuerst ins Lausitzer Seenland. Um das Urlaubsgebiet für unsere Nachbarn noch interessanter zu gestalten, wurde jetzt eine regionale Befragung an den Start gebracht, um mehr über die Urlaubsvorlieben unserer ausländischen Gäste zu erfahren. Alles dazu und weiteres erfahren Sie jetzt. Der Tourismusverband Lausitzer Seenland startet jetzt eine regionsweite Befragung polnischer Gäste. Daraus sollen Empfehlungen für die künftige strategische Planung und das Marketing in Polen abgeleitet werden. Wie der Verband weiter mitteilt, werden sowohl Übernachtungs- als auch Tagesgäste um eine Antwort gebeten. Die Fragen drehen sich um die Demografie, das Informationsverhalten, die Gründe für die Wahl der Reiseregion und die Attraktivität hier. Touristische Anbieter sind aufgerufen, den Fragebogen in ihren Betrieben auszulegen und Gästen online anzubieten. Mit einer im Juni gegründeten Arbeitsgruppe möchte der Verband den polnischen Gast künftig stärker in den Fokus nehmen. Niskia Schüler arbeiten derzeit an Strukturwandelideen. Das Projekt geht nun in die zweite Runde. 3 Ideen entstanden im Juli beim Innovationsworkshop in Niski, mit denen der Landkreis nach dem Kohleausstieg punkten könnte. Windräder aus Holz, Hanf als zukunftsfähigen Rohstoff und eine Landkreis-App, die alle Informationen unter einem Dach vereint, lauten die Ansätze. Diese Ideen sollen nun Ende August beim nächsten Workshop weiterentwickelt werden. Am 30. und 31. August sollen sie analytisch aufbereitet und auf ihre Machbarkeit und ihren Nutzen geprüft und letztendlich zum Geschäftsmodell ausgebaut werden. Dazu stehen jeder der 3 Gruppen für ihre Ideen 2 Experten aus Kunden- und Produktperspektive für Interviews zur Verfügung. Daran anschließend will man im September Bürger mit entsprechendem Know-how und Interesse ins Boot holen, die dann an der Verwirklichung der Geschäftsmodelle mitarbeiten. Die Erschließung des neuen Wohnbaugebietes im Bereich Süßmilch und Bergstraße in Bischofswerda ist fast abgeschlossen. Das hat die Stadt jetzt mitgeteilt. Das Gebiet umfasst 14 Grundstücke.
Weitere Erschließungen von Wohngebieten durch private Investoren sind bereits geplant oder perspektivisch durch Stadt- und Wohnbaugesellschaft denkbar. Mit nur einer dazu noch verkehrsberuhigten Straße und allen notwendigen Medien werden die Bauzellen vermarktet und verkauft. Gebaut werden können dann ein- und zweigeschossige Häuser in Würfelform mit Flachdach, sogenannte Cube-Häuser. Der Verkauf der Grundstücke, die Vermittlung des Bauträgers und auch Finanzierungsberatungen erfolgen durch eine externe Immobilienfirma. Im Bereich der Spreegasse in Bautzen finden ab Montag Sicherungsarbeiten statt. In der vergangenen Woche war es dort zu einem Felssturz gekommen. Daraufhin wurde der Bereich für den Fahrverkehr gesperrt. Nach einer Begutachtung konnte aber nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Teile aus dem Felsverband lösen könnten. Aus diesem Grund ist der Bereich nun auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Dazu wurden entsprechende Schilder und Bauzäune aufgestellt. Die Beschilderung einer Umleitung für Nutzer des Spreeradwegs wird in den kommenden Tagen installiert. Zur Sicherung des Felsens werden verschiedene Arbeiten notwendig, die etwa 2 Wochen dauern werden. Pünktlich zum ersten Schultag des neuen Schuljahres am Montag in Brandenburg durfte das Hortteam um die Leiterin Madeleine Fritscher die Schüler der Grundschule am See im neuen Hort willkommen heißen. Neben bereits bestehenden Angeboten ergänzt und sichert die neue Einrichtung Hort am See, welche in kommunaler Trägerschaft geführt wird, für die kommenden Schuljahre die Hortbetreuung an diesem Schulstandort. Im Hort in der Grundschule am See können bis zu 60 Kinder betreut werden. Bisher sind knapp die Hälfte der Plätze belegt. Der Bau des neuen Bahnhaltepunktes Hocker Mitte ist für 2025 und 2026 geplant. Das schreibt die Sächsische Zeitung unter Berufung auf den Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien. Demnach werde zurzeit die Vorplanung aktualisiert, um danach die Entwurfsplanung zu erstellen. Auch der Erwerb von Flächen sei noch erforderlich. Die Kosten belaufen sich demnach nach derzeitiger Schätzung auf ca. 900.000 Euro. Der Haltepunkt Hocker Mitte wird benötigt, damit auch die Züge in und aus Richtung Hoyerswerda halten können. Am Bahnhof Hocker ist das nur in und aus Richtung Cottbus möglich. Im Kinderhaus Sonnenschein in Bischofswerda wachsen derzeit wieder Riesensonnenblumen. Wie es aus der Kita heißt, ist es Tradition, dass die Kinder ihre eigenen Sonnenblumen aussehen und sich darum kümmern. Während der trockenen letzten Wochen haben die Kinder viele Gießkannen geschleppt, um ihre Blumen zu versorgen. Nach dieser Zeit der Pflege wurden sie jetzt ausgemessen. Ausgerüstet mit Zollstock machten sich die Kinder auf den Weg. Stolze 3,15 Meter hoch ist die größte Sonnenblume gewachsen. Nach der Ernte im Herbst werden die Sonnenblumenkerne zuerst ausgezählt und danach für die nächste Aussaat im neuen Jahr aufbewahrt. So erleben die Kinder jedes Jahr im Kleinen den Kreislauf des Lebens. Vom Kern zur Sonnenblume. Der Weißenberger Ortsteil Gröditz beendet an den kommenden 3 Wochenenden den Reigen der Orte, welche in diesem Jahr das 800-jährige Jubiläum ihrer Ersterwähnung feiern. Wie die anderen Jubilare wurde auch Gröditz am 25. Februar 1222 vom Meißner Bischof Bruno II., dem Dekan des Bautzner Domstiftes, unterstellt. Die dabei geschriebene Urkunde bildete den Anlass für die diesjährigen Feiern in insgesamt 9 Orten des Landkreises Bautzen. Die Gröditzer Feierlichkeiten beginnen nun am Freitag, dem 27. August um 16 Uhr mit Kaffee und Kuchen in der Pilgerherberge am Schloss. Einen besonderen Akzent setzt der Lausitzer Musiksommer, der am gleichen Tag mit 2 Konzerten in Gröditz gastiert. 16 Uhr auf der Schlosswiese und um 19 Uhr in der Kirche. Das Projekt Kunstraum der Kulturfabrik Hoyerswerda befindet sich momentan in der Sommerpause. Dies gibt der Einrichtung Anlass, den Hoyerswerda-Bürgern einmal etwas Neues zu präsentieren. Bei der derzeitigen Ausstellung arbeitet die KUFA dabei mit dem Lügenmuseum Radebeul zusammen. Mehr zu den Hintergründen jetzt. Eine schon recht verrückte Maschine ist derzeit in der Kulturfabrik in Hoyerswerda zu sehen. Sie besteht aus verschiedenen Teilen des sogenannten Friedlichen Revolutionsorchesters. Zusammengebaut aus einfachen Gegenständen wie Gabeln, Töpfen, einer Gitarre und vielen anderen Dingen ergibt sich so ein nach Aufmerksamkeit strebendes Gesamtbild.
Sobald man sich dem Gebilde nähert, erzeugt es Klänge und Geräusche aller Art. Mitgebaut und entworfen hat es der Künstler Reinhard Zapka vom Lügenmuseum aus Radebeul. Vor allem in den größeren Städten wie Dresden oder Leipzig sind seine besonderen Werke und die seiner Künstlerkollegen zu sehen, meist auf den offenen Plätzen, wo sie um besondere Aufmerksamkeit ringen. Also dieses Revolutionsorchester haben wir entwickelt, weil wir viele Kunstprojekte im öffentlichen Raum machen. Und da erntet man ja meistens Ignoranz. Also die Leute interessieren sich nicht dafür, wenn man da irgendwas hinstellt. Seit diesem Verkehrsunfall. Und da haben wir diese kleinen Maschinen entwickelt, wie so ein kleines Orchester. Und da bleiben die Leute stehen und gucken eine Weile zu. Und dann kann man sie auch zu anderen Sachen führen. Hat einen die Maschine einmal gefesselt, offenbart sie mehr und mehr ihre kleinen Details. Immer im Wechsel, um die Sinne nicht zu überfordern, beginnt mal hier, mal da die nächste Apparatur sich zu bewegen, um die Aufmerksamkeit des Besuchers auf sich zu lenken. Also das geht eher darum, ob das inspirierend ist oder anregend oder nicht. Wenn es nicht ist, kann man ja gleich weitergehen. Und für denjenigen, der da inspiriert ist, der kann dann auch weiter da einsteigen. Das friedliche Improvisationsorchester ist aber nur eines der Stücke der Ausstellung. In der gesamten Halle der Kulturfabrik sind Skulpturen und Wandbilder zu sehen. Die Ausstellung soll dabei gleich am Eingang die Menschen überraschen und spätestens im ersten Stock dann ihren ganzen Flair entfalten. Und die besteht aus mehreren Abteilungen, ist also so für die Besucher verschiedene Erlebnisfelder, wenn man das sich dafür interessiert. Interessiert sich ja nicht jeder dafür. Also es gibt Collagen da unten, die sind schon teilweise 1980 entstanden. Dann gibt es diese Materialbilder, dann gibt es diese Assemblagen, das sind die Arbeiten an der Wand, Objekte und dieses friedliche Revolutionsorchestrion. Reinhard Zapka, auch bekannt unter seinem Künstlernamen Richard von Gigantico, steht mit der Kulturfabrik Hoyerswerda schon viele Jahre in Kontakt. Bisher hatte es jedoch nicht so richtig klappen wollen mit der Zusammenarbeit des Lügenmuseums und der KUFA. Jetzt ist die Situation in Radebeul, dass die Stadträte das Lügenmuseum loswerden wollen. Und da kam man wieder mal ins Gespräch und da sagt man, ja, mach doch mal hier eine Ausstellung. Und dann haben wir das hier entwickelt. Ich bin also auch dankbar für die Einleitung, weil man im Lügenmuseum, muss man sich vorstellen, stehen die Objekte sehr dicht. Das ist eine Überforderung, aber andererseits ist es natürlich auch so, dass die Menschen eigentlich was Ungewöhnliches lieben. Und also was den Verstand aus der Routine bringt, weil alles andere ist langweilig, Kommerz oder langweilig oder wie auch immer, kennt man ja bei den Jugendlichen und wir versuchen eben für uns und auch für andere spannende Sachen zu entwickeln. Die Ausstellung ist noch bis zum Mittwoch in der Braugasse 1 am Hoyerswerder Altmarkt kostenlos anzusehen und zu hören. Und wer da noch Lust auf mehr hat, das Lügenmuseum in Radebeul ist immer am Wochenende für jedermann geöffnet. Wir investieren, weil auch kleine Geldbeträge Großes bewirken können. Jetzt investieren mit DK Investments. Kommen wir nun zu den aktuellen Polizeimeldungen. Ein Dieb hatte bei seinem Raubzug am vergangenen Dienstag nicht so viel Glück. Obwohl er zunächst nicht entdeckt wurde, ließ ihn jedoch sein Diebesgut später auffliegen. Wie das passierte und weiteres aus dem aktuellen Polizeibericht sehen Sie jetzt. Ein zunächst unbekannter Dieb hat sich am frühen Dienstagmorgen unberechtigt auf ein Grundstück an der Semmelweisstraße in Hoyerswerda begeben und eine Kamera gestohlen. Was dem Gauner verborgen blieb, die Kamera lief live und zeichnete sein Treiben permanent auf. So gelangten die Beamten des örtlichen Reviers schnell auf die Fährte des Banditen. Den Polizisten war der Mann kein Unbekannter. Sie suchten den Deutschen an seiner Wohnanschrift auf und stellten die gestohlene Kamera sicher. Im Anschluss fertigten die Beamten eine
eine Anzeige wegen des Diebstahls und übergaben die Kamera an die Geschädigte. Eine Fahrradfahrerin ist am Dienstagmorgen in Bautzen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Verantwortliche floh von der Unfallstelle. Die 61-Jährige war mit ihrem Rad im Kreisverkehr aus Richtung Schliebenstraße unterwegs und wollte die Ausfahrt in Richtung Innenstadt nehmen. Von der Dresdner Straße fuhr ein weißes Müllfahrzeug in den Kreisverkehr ein. Dessen Fahrer stoppte zwar kurz, um einem Moped die Vorfahrt zu gewähren, dann fuhr er jedoch los und übersah offenbar die Frau auf dem Rad. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste diese so stark ab, dass sie stürzte und sich verletzte. Der Laster fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Sie kam später zur Behandlung in ein Krankenhaus. Beamte des Polizeireviers Bautzen übernahmen die Ermittlungen wegen Unfallflucht. Beamte des Reviers Hoyerswerda haben am Dienstagvormittag eine Opel-Fahrerin ohne Fahrerlaubnis und mit selbstgefertigter Plakette auf dem Kennzeichen auf der Karl-Marx-Straße in Laubusch gestoppt. Das Fahrzeug war bereits außer Betrieb gesetzt. Die Ordnungshüter untersagten der 55-Jährigen die Weiterfahrt. Da die Deutsche sich uneinsichtig zeigte, beschlagnahmten die Polizisten den Wagen. Bei der Herausgabe der Fahrzeugschlüssel leistete die Besitzerin Widerstand gegen die Maßnahme. Der örtliche Kriminaldienst ermittelt nun. Ein Seniorenheim in Weißwasser hat am Dienstagabend eine 93-Jährige als vermisst gemeldet. Polizisten suchten die Seniorin in der näheren Umgebung und fanden sie kurze Zeit später auf dem Professor-Wagenfeld-Ring. Die Beamten brachten sie in die Unterkunft zurück. In Pulsnitz ist eine 69-Jährige beim Einkaufen bestohlen worden. Während die Frau am Samstagvormittag in dem Markt an der Dresdner Straße unterwegs war, nahmen Unbekannte ihre Geldbörse aus der Handtasche und damit einen geringen Betrag Bargeld, Ausweise und Karten. An der Kasse stellte sie den Diebstahl dann fest und erstattete Anzeige. Zu dem Wetter und den Veranstaltungstipps kommen wir gleich. Zuvor blicken wir im Lausitzwelle-Kalenderblatt zurück in die Vergangenheit. Heute schauen wir auf das Leben eines Kamenzer Ehrenbürgers, der schon in jungen Jahren Großes in die Stadt brachte. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Am 25. August wurde der Kamenzer Ehrenbürger Wilhelm Weiße in Kamenz geboren. Der grüne Daumen war ihm beschieden und schon mit 26 Jahren eröffnete er seine Kunst- und Handelsgärtnerei. Besondere Verdienste erwarb sich der Weiße bei der Koniferenzucht, für die er überregional berühmt und sogar zum königlichen Hoflieferanten ernannt wurde. Aus Nordamerika wurden ihm einst Samen der Blaufichte geschickt. Dank seiner klimatisch guten Kenntnisse konnte der Gärtnermeister die Bäume vermehren und schuf am Hutberg den ersten blauen Wald Deutschlands. Aus der Vergrößerung seines Betriebs ging übrigens der heutige Volkspark hervor. 1903 wurde Wilhelm Weiße zum Ehrenbürger ernannt. Am 9. Juli 1916 verstarb er in seiner Heimatstadt. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Als bunter Abschluss der sächsischen Sommerferien lädt der Familienpark in Großkoschen am Freitag, dem 26. August, erneut zu seinem Regionalmarkt ein. Von 8.30 Uhr bis 15 Uhr finden Einheimische und Urlauber direkt auf der Seepromenade handgefertigte Produkte, von Strick bis Blumenampel, Köstlichkeiten aus der Lausitz und originelle Souvenirs. Für Familien sorgt Maskottchen Froggy um 11 Uhr mit seinem Fotoshooting für einen Höhepunkt. Und als Mitbringsel werden die beliebten Ballontiere geknotet. Kaffee der Senftenberger Rösterei kann man direkt vor Ort genießen. Und die zahlreichen Imbisse der Ferienanlage sichern das leibliche Wohl. Der Eintritt ist frei. Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten gibt es direkt vor dem Familienpark Senftenberger See. Aufgepasst! Eines der größten Volksfeste in Brandenburg findet am Wochenende wieder statt. Vom 26. bis 28. August erwartet die Gäste auf dem Finsterwalder Sängerfest ein buntes Programm. Auch in diesem Jahr haben die Vereinsmitglieder ehrenamtlich zusammen mit vielen Sponsoren alle Hebel in Bewegung gesetzt. Auf 4 Bühnen an 3 Tagen wird Musik, Spaß und Lebensfreude in der gesamten Finsterwalder Innenstadt geboten. Und das Beste daran, alles ohne Eintritt.
Also parken Sie den Alltag ganz weit draußen und tauchen Sie ein in die musikalische Vielfalt der einzigen Sängerstadt Deutschlands und lassen Sie sich verzaubern. Mehr Informationen finden Sie auf der Internetseite finsterwalder-sängerfest.de/Programm. Die Hits von Queen mit Mercury gibt es am Samstag, dem 27. August, auf der Jakobsburg in Mordgard zu erleben. Bei dieser exzellenten Bühnenshow sind weiter die Thüringer Philharmonie, Sandra Daniela und Jule Neigel dabei. Einlass ist um 20 Uhr. Weitere Infos finden Sie auch im Netz unter jakobsburg.de. Musikalisch geht es auch weiter. In der Lausitzhalle in Hoyerswerda gibt es nun am Freitag die Abschlussveranstaltung der Reihe Sommer im Atrium der Lausitzhalle Hoyerswerda. Ab 19 Uhr ist Christian Haase im Solokonzert zu erleben. Dazu werden Getränke und Snacks an der hauseigenen Bar gereicht. Einlass ist um 18 Uhr und die Karten sind im Vorverkauf oder an der Abendkasse erhältlich. Noch ist der Herbst fern, aber bereits jetzt gab es heute Morgen Nebel. Autofahrer mussten besonders achtsam sein. Im Verlaufe des Tages verzog er sich und ließ an manchen Orten die Sonne hindurch. Die Wolken dominierten heute zwar den Himmel, aber an den warmen Temperaturen änderte das nichts. Bis 28 Grad waren heute wieder zu verzeichnen. Einige Regenschauer gab es auch. Am späten Abend bleibt es wechselhaft. Es kann sich auch wieder Nebel bilden. Morgen bleibt das Wetter wechselhaft. Im Elbe-Elster-Kreis und im Lausitzer Seenland wechseln sich Sonne und Wolken ab. Vereinzelte Gewitter und Regenwolken sind auch noch möglich. In den tieferen Lagen des Lausitzwelllandes werden diese eher am Abend erwartet. Die Höchstwerte steigen bis auf 28 Grad an. Im Bergland werden die größeren Gewitterwolken bereits am Nachmittag aufziehen. Am Abend wird der Himmel über Herrnhut und Löbau wieder klar. Die Temperaturen bewegen sich morgen in den höheren Lagen zwischen 15 und 25 Grad. Das Wochenende wird verregnet. Keine Sonne in Sicht, dafür viel kühles Nass von oben. Grau ist die prägende Farbe der Wetterkarte am letzten sächsischen Ferienwochenende. Am Sonnabend bleibt es noch mild mit bis zu 24 Grad. Der Sonntag ist dann schon deutlich kühler. Nur 19 Grad in den Spitzen zeigt das Thermometer. Dafür sinken die Werte nachts kaum ab. Das Quecksilber bleibt oben. Mit 17 Grad wird es eine milde Nacht. Nun ist unsere Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag schon wieder fast zu Ende. An dieser Stelle wie immer der Hinweis, Sie finden alle unsere Nachrichten und Beiträge natürlich auch auf unserer Internetseite lausitzwelle.de oder auf YouTube und Facebook. In Kommentiert, unserem Kommentar der Woche, spricht heute Künstler, Projektentwickler und Kommunikator Uwe Nimmrichter über den Bautzner Stausee und die Selbstverschuldung der Stadt an dessen Verschmutzung durch Blaualgen. Wobei die Bezeichnung Blaualgen nicht ganz treffend ist. Viel Spaß dabei! Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn Sie mögen, zur Drehscheibe Lausitz um 18 Uhr im Lausitzwelle Fernsehen und um 18.30 Uhr sachsenweit über den Satellitenkanal Sachsen 1. Auf Wiedersehen! Kommentiert. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer der Lausitzwelle. Heute geht es um ein hausgemachtes Problem, um den Stausee Bautzen. Knapp 5 Hektar ist der Stausee Bautzen groß und könnte zu den beliebtesten Erholungsseen in Ostsachsen gehören. Könnte. Wie bereits in den Jahren zuvor ist der See wegen Blaualgen gesperrt. Dabei ist die Bezeichnung Blaualgen absolut irreführend. Es sind Bakterien, die einige der stärksten natürlichen Gifte produzieren. Die Gründe für die Vermehrung sind vielfältig. Der wichtigste ist eine hohe Nährstoffkonzentration, verbunden mit hochsommerlichen Temperaturen, wie in diesem Jahr. Der Nährstoffeintrag erfolgt durch Auswaschung aus den Böden. Nur ein Bruchteil der auf den Feldern ausgebrachten Dünger sind pflanzenverfügbar. Der Rest landet unter anderem in den Gewässern, wie eben in unseren Seen. Den Landwirten aber die Schuld für das Desaster zu geben, greift absolut zu kurz.
Die Bauern sorgen für unsere Lebensmittel. Und der Boden ist ihr wichtigstes Gut. Verantwortlich sind die politischen Rahmenbedingungen und die Industrie. Dabei wäre ein Blick nach Spanien, Neuseeland, Südafrika oder in die USA hilfreich. Dort werden mit Mikroorganismen und Sauerstoff Nährstoffe im Boden Pflanzen verfügbar gemacht und Gewässer, also auch die Seen, saniert. Ganz einfach, weil die natürlichen Nährstoffkreisläufe in Gang gesetzt werden. Wir müssen wieder lernen, mit der Natur zu arbeiten. Dann können wir auch im Stausee Bautzen wieder sorgenfrei baden. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.